Hallo, wir von simplelifestories.net wollen euch heute zeigen, wie man eine rote Zwiebelsuppe zubereitet. Mit wenigen Zutaten ganz schnell hergestellt und richtig lecker. Für die rote Zwiebelsuppe benötigen wir ca. 500 Gramm rote Zwiebeln in dünne Scheiben geschnitten, dann etwas Olivenöl zum Andünsten der Zwiebeln, so ca. 2 bis 3 Esslöffel, dann geriebenen Ingwer oder auch Ingwerpulver, eine Vanilleschote, etwas Salz, etwas Zucker, eine Chilischote, Tomatenmark und 150 ml Apfelsaft. So, nach ca. 10 Minuten sind die Zwiebeln angedünstet und schön glasig durch das Olivenöl. Und jetzt nehme ich so ca. 2 Löffel raus. Und stell das beiseite, das ist hinterher für die Suppenteller oder Tassen gedacht, die man dann so zur Dekoration drauflegen kann oder in die Suppe eingeben kann. Nun erstmal Apfelsaft dazugeben. So, umrühren und den Herd etwas größer stellen. Jetzt gebe ich zum besonderen Geschmack die Vanilleschote im Ganzen dazu. Die fische ich nachher wieder raus. Und die Chilischote auch. Jetzt Ingwer, Salz, Zucker und Tomatenmark. Dazugeben und gut umrühren. Gleich wird die Suppe noch mit Wasser aufgefüllt. Aber erstmal lasse ich das jetzt so ein bisschen vor sich hin köcheln und decke das mit einem Deckel ab. Circa 10 bis 15 Minuten. Danach können wir abschmecken. So, die Suppe hat jetzt circa 15 Minuten gekocht. Riecht sehr gut. Ich habe den noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer und etwas Zucker abgeschmeckt. Und dann ist sie auch schon fertig. Auf dem Teller angerichtet sieht die rote Zwiebelsuppe dann so aus. Die Zwiebeln, die wir vorher rausgenommen hatten, ein paar hatten wir ja zur Seite gelegt, habe ich jetzt oben drauf gelegt auf die Suppe und mit etwas Schmand, ein kleines Stückchen Schmand oder Häubchen garniert. Und jetzt wünsche ich allen viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!